eine Expertise über diese Dolphin-U-Boote. Das heißt, die atomwaffenfähigen Träger-U-Boote, die von Deutschland geliefert worden sind und wo die deutsche Rüstungszusammenarbeit im Grunde schon sehr früh beginnt. Es gibt erste U-Boot-Studien, ich glaube, schon Ende der 50er Jahre. Und mit der Lieferung wird dann, über den Lieferungen wird dann verhandelt ab Beginn der 80er Jahre. Und in den 90er Jahren sind dann drei geliefert worden bereits. Und jetzt sind weitere drei in der Pipeline, werden wahrscheinlich dieses Jahr geliefert. Also darüber haben wir ein Stück. Und dann zwei weitere Stücke zum Thema Iran-Israel. Und zwar einerseits, wie versucht wird, von israelischer Seite die Amerikaner unter Druck zu setzen, dass sie dem Krieg zustimmen, was Obama im Augenblick gar nicht so recht ist, weil er hat ja ein Wahljahr und er will ins Wahljahr nicht reingehen mit einem unkalkulierbaren Kriegsrisiko. Aber als dann Netanyahu im März, April in Washington war, wurde schon erheblicher Druck von israelischer Seite ausgeübt, auch mit Hilfe der doch relativ starken Lobby in den USA, vor allem dem American Israeli Patriot Action Committee, AIPAC. Das ist ja die stärkste Lobbyorganisation in den USA. Man sagt, kein Kongressabgeordneter kann gewählt werden, wenn er sich mit AIPAC verschätzt. Von dieser Lobbyorganisation hat Obama geredet, hat Romney geredet und hat dann auch Netanyahu geredet. Und es wurde sehr deutlich, dass Netanyahu Obama praktisch erpressen will zu diesem Krieg. Die heißeste Zeit für einen Krieg wäre auch unmittelbar vor den US-Wahlen. Also, dass dann Israel zuschlägt, sagen wir im September oder Oktober, am 4. November sind die Wahlen. Denn wenn Israel dann zuschlägt und Obama würde sich verweigern, dann würde das die Wahlchance von Obama beeinträchtigen. Also denken die Israelis oder jedenfalls die regierende Likud-Partei und dann Netanyahu, dass man in der Situation die amerikanische Unterstützung für einen Militärschlag gegen Israel bekommen könnte. Gegen den Das Iran, hätte ja. Jetzt hat es im Wahlkampf, haben wir gesehen, eigentlich bei den Republikanern, bis auf Ron Paul, hatten alle gesagt, ja, wir sind für diese Eindämmung der iranischen Bedrohung und Iran hier und Iran da. Alle bis auf Ron Paul. Jetzt ist die Frage, die sich viele immer stellen, wackelt hier, wedelt hier der Schwanz mit dem Hund oder dann doch eher der Hund mit dem Schwanz? Also, was ist deine Einschätzung? Wie viel Pull hat Israel auf den amerikanischen Kongress, die Politik und die Wirtschaft? Wie viel Einfluss ist dort? Ja, was wir jetzt in der Kompaktausgabe drin haben, ist eben die energische Gegenwehr, vor allem vom amerikanischen Militär. Also man darf nicht sehen Israel als Block und die USA als Block, sondern man muss sehen, jedes dieser beiden Länder oder jedes dieser beiden Systeme ist in sich fraktioniert. Es gibt die Militärfraktion in den USA, die bereits beim Irakkrieg Einwände erhoben hat, die während der Bush-Administration gegen die damaligen Iran-Pläne Veto erhoben hat und die eben jetzt auch gegen die neuerlichen israelischen Vorstöße ihr Veto erhebt. Ausdruck davon ist, wir haben es in kompakt dokumentiert, eine Dokumentation in Foreign Policy. Das ist die wichtigste US-amerikanische Strategiezeitschrift, ich glaube sogar vom Council of Foreign CFR, Relations. Und die haben ja in ihrer Januarausgabe enthüllt, dass die Israelis Undercover-Aktionen im Iran machen, Terroraktionen mit dortigen Volksmujahedin zum Beispiel. Und bei diesen Undercover-Aktionen in CIA-Identitäten schlüpfen, also vorgeben, sie seien US-Amerikaner. Und aber ihr eigenes israelisches Spiel machen, Terroranschläge machen oder vorbereiten und so weiter. Und die Tatsache, dass so eine intime Geschichte vom amerikanischen Establishment veröffentlicht wird,
zeigt ja schon, dass wichtige Teile des amerikanischen Establishments mit den Israelis nicht einverstanden sind. Aber es gibt eben eine andere Fraktion und die ist meines Erachtens länderübergreifend. Also man kann nicht sagen, der Schwanz wackelt mit dem Hund, die Israelis ziehen die Amerikaner rein, sondern wir haben eine übergreifende Kriegsfraktion, die gegen die CIA arbeitet, aber auch gegen den Mossad. Der Mossad ist ja auch gegen den Krieg. Und diese übergreifende, ultra-aggressive Fraktion besteht praktisch aus den Neokonservativen in den USA einerseits, wozu auch ein Teil dieser neuen republikanischen Kandidaten gehören, mit Romney und so weiter, und andererseits den Likud-Leuten, also der Regierungspartei in Israel andererseits. Und beide Fraktionen oder diese bilaterale Kriegsfraktion hat ihre eigene geheimdienstliche Struktur außerhalb der CIA, außerhalb des Mossad. Und diese geheimdienstliche Struktur hat schon eine große Rolle gespielt bei der Fabrikation der betrügerischen Beweise, in Anführungszeichen, gegen Saddam Hussein im Falle des Irak und seiner sogenannten Massenvernichtungswaffen. Und diese Fraktion ist jetzt auch am Werke gegen den Iran, um Kriegsvorwände zu schaffen. Ein Chaos, also ein relatives Chaos aus verschiedenen Playern. Und wir haben das jetzt seit Jahren beobachtet. Verschiedene Gruppierungen werkeln hinter den Kulissen und prüfen dann, wie würde ein Militärschlag aussehen, wie lange würde er dauern, wer müsste oder könnte zuerst zuschlagen. Und du hattest diese U-Boote erwähnt, das heißt, hier seit fast zwei Jahrzehnten baut Deutschland U-Boote für Israel. Viele Experten gehen davon aus, dass damit Nuklearwaffen verschossen werden sollen. Das heißt hier in der aktuellen Kompakt, die Delfin-U-Boote verfügen über vier Torpedorohre des seltenen Kalibers 650 mm. Mit der Entdeckung dieser Besonderheit begann die Debatte, ob Israel seine Dolphin-U-Boote letztlich als Träger für Nuklearwaffen nutzen und mit Marschflugkörpern große Reichweite ausstatten wolle. Die Bundesregierung musste auf Anfrage der Grünen-Abgeordneten Angelika Beer 1999 zugeben, dass exakt diese Rohre der Dolphin-U-Boote mit einem Druckluftausstoßsystem ausgestattet und für den Verschuss von konventionellen Seezielflugkörpern des Typs Sub-Harpoon ausgelegt seien. Da diese Raketen normalerweise aus Rohren des Kalibers 533 mm abgefeuert werden, fragte die Abgeordnete nach. Sie bekam eine interessante Antwort. Die Gründe der Ausrüstung der Boote mit 650 mm Rohren seien der Bundesregierung nicht bekannt. Die Bundesregierung kann letztlich keine Bestückung ausschließen, zu der die Betreibermarine nach entsprechender Umrüstung der Boote in der Lage wäre. Also das ist hier das ist die Situation. Und wie hat man jetzt versucht, diesen Handel oder dieses Geschenk oder wie auch immer man das nennen möchte, zu erklären? Was war die offizielle Haltung? Die offizielle Haltung, der Beginn dieser U-Boot-Zusammenarbeit ist im Grunde 1991. Das heißt, der damalige Golfkrieg, als Israel vom Irak aus mit Scud-Raketen beschossen wurde. Und deutsche Firmen hatten ja im Irak Rüstungszulieferungen geleistet. In den 80er Jahren, als der Irak sozusagen unser Vorposten, der westliche Vorposten war gegen den Iran, hat man von deutscher Seite, aber auch von anderen westlichen Großmächten zugeliefert. Und diese Waffen, zum Beispiel die Scud-Raketen, ursprünglich sowjetische Bauart, aber mit deutscher Technologie verbessert, wurden dann gegen Israel eingesetzt. Es gab nicht viele Tote, aber es war natürlich spektakulär, dass Raketen in Tel Aviv zum Beispiel eingeschlagen sind. Und damit hat Israel die deutsche Politik erpresst und hat gesagt, da seht ihr es, jetzt müsst ihr uns helfen und wir wollen von euch jetzt diese Atom-U-Boote. Und die Kohl-Regierung hat zugestimmt und die ersten drei U-Boote dieser Bauart wurden praktisch voll finanziert vom deutschen Steuerzahler. Das heißt, es war im Grunde eine Schenkung, kann man sagen. Ja. Die deutschen Werften haben die Dinger gebaut, aber nicht Israel hat die U-Boote bezahlt, sondern der Steuerzahler, der Deutsche. Die Frage, die sich da stellt, ist, wäre so ein exakt dieses U-Boot, das wir jetzt mehr oder weniger verschenkt haben, oder die U-Boote,
Dürfte die Bundeswehr diese U-Boote legal benutzen oder wäre das bereits verboten? Nee, die Bundeswehr hat ja Atomwaffenträger. Das betrifft die Flugzeuge, die atomwaffentauglich sind. Und das betrifft, glaube ich, auch einige Raketensysteme, wo die entsprechenden Atomsprengköpfe unter amerikanischer Kontrolle auf deutschem Boden lagern, zum Beispiel in Büchel, Rheinland-Pfalz. Aber im Falle eines Falles sollen die freigegeben werden, auch für Trägersysteme der Bundeswehr. Das heißt, der Atomwaffensperrvertrag verbietet nicht den Besitz von Trägersystemen, sondern nur den Besitz von Sprengköpfen oder Bomben. Oder nuklearem Antrieb. Wie sieht es damit aus? Nuklearer Antrieb ist insofern auch eine zivile Sache. Ich glaube, atomgetriebene U-Boote, also wo die Spalttechnologie nicht als Waffe, sondern als Energiequelle für den Antrieb verwendet wird, ist auch innerhalb des Sperrvertrages zulässig. Aber 100 Pro will ich da jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ja. Jedenfalls, diese Dolphin-Waffe, U-Boot-Waffe, ist schon eine ganz verteufelte Angelegenheit, denn damit kann eben Israel Atomraketen vorschieben in den Persischen Golf, in den Indischen Ozean, ins Mittelmeer und damit auch Ziele erreichen, die der Iran, von dem im Augenblick immer wegen Atomwaffengefahr die Rede ist, mit seinem bisherigen System niemals erreichen könnte. Das heißt, wenn es eine Atomwaffenbedrohung gibt, auch für Europa, dann geht die allein schon aufgrund der technologischen Systeme nicht vom Iran aus, sondern von Israel. Hier heißt es, Israel fordert einen schnellen Angriff auf Iran und versucht, die zögerliche US-Regierung mit allen Mitteln hineinzuziehen, auch durch verdeckte Terroroperationen. Hier ein schönes Foto, Obama vor der israelischen Lobbyorganisation AIPAC. Jetzt wurde viel gemutmaßt in den vergangenen Monaten, weil man ja einem Krieg so nahe kam. Ist es nicht allen beteiligten Seiten vielleicht recht, dass man die Leute in Atem hält? Kann man nicht dadurch kurzfristig den Ölpreis nach oben treiben? Kann man nicht den Iran wieder ein bisschen mehr eindämmen mit Sanktionen? Das scheint jetzt verpufft zu sein. Was denkst du von dieser Sichtweise? Also wir teilen diese nicht unbedingt, aber trotzdem wurde es immer wieder rumgereicht, dass eigentlich kaum jemand überhaupt Lust hat auf diesen Krieg, dass kaum jemand denkt, er diene jetzt den eigenen Interessen, sondern man ist eher interessiert an der Provokation und dieser Spannung. Ja, aber diese Dinge können auch eine Eigendynamik entwickeln, denn wenn die Israelis immer mit Krieg drohen und dann aber nicht ernst machen, das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen. Die Israelis haben 2008 sehr ernsthaft mit Krieg gegen den Iran gedroht und es wurde dann nicht gemacht. Jetzt machen sie es zum zweiten Mal. Also irgendwann müssen sie es, in Anführungszeichen natürlich, müssen sie es machen, um nicht das Gesicht zu verlieren. Netanyahu gilt als Hardliner, er wird gewählt als Hardliner, er hat innenpolitisch, wirtschaftspolitisch eine schlechte Bilanz. Es gibt die großen Demonstrationen, die Israelis sind nicht zufrieden mit ihm, die sind natürlich auch nicht für den Krieg. Aber wenn er eine Kriegsinszenierung macht, wo er sich als Verteidiger darstellen kann, dann kann er punkten. Die Opposition in Israel ist sowieso schwach, ist in sich zerstritten. Und er darf nicht immer Ankündigungen machen. Irgendwann ist er sozusagen die Geisel der eigenen Propaganda und wird dann zuschlagen. Hinzu kommt ein zweites Element. Wir reden immer sehr rational. Also was bringt ein Krieg ökonomisch? Ist es nicht besser, nur den Ölpreis hochzutreiben? Wäre das nicht profitabler? Das sind rationale Argumente, natürlich auch verbrecherische Argumente, aber Aber es gibt rational sieht man irrationale das. Player. Es gibt irrationale Player. In Israel sind es die Ultraorthodoxen, die alttestamentarische Vorstellungen von Eretz Israel haben, von der Überlegenheit der jüdischen Religion, von Reinheit gegenüber den bedrohlichen Einflüssen des Islam. Diese Strömungen sind im Umkreis der
der regierenden Likud-Partei. Und Netanyahu kann sich, selbst wenn er es wollte, nicht radikal gegen diese Verrückten aussprechen, weil es ein Teil der eigenen Wählerschaft ist und er damit auch seine Leute mobilisieren kann. Es gibt die gleichen Irrationalen, es ist keine jüdische Spezialität, es gibt die gleichen Irrationalismen auf amerikanischer Seite bei den Neokonservativen im Umkreis der Republikanischen Partei. Das sind evangelikale Strömungen, die sich orientieren an der Johannes-Offenbarung, wo die Rede ist von einer entscheidenden letzten Schlacht von Armageddon, die das Kommen von Jesus Christus, das Zurückkommen auf die Erde sozusagen einleitet. Und in dieser letzten Schlacht kündigt sich der Messias an. Und das Verrückte ist, dass die Evangelikalen diese letzte Schlacht so halluzinieren, dass man auch die Juden, die in diesem kritischen Moment nicht zum Christentum übertreten, vernichtet. Das heißt, diese Johannes-Offenbarung, jedenfalls in der Lesart dieser Sekten, ist eindeutig antisemitisch, hindert aber nicht, dass diese ultrareligiösen christlicher und jüdischer Provenienz schließlich zusammenfinden in ihren apokalyptischen Vorstellungen. Man soll auch nicht ganz außer Acht lassen, schwer einzuschätzen, es gibt auch im Iran solche irrationalen Strömungen. Es sind ja Schiiten, die träumen von der Wiederkehr des 12. Imam. Auch da gibt es Endzeittheorien und es ist unklar, welchen Einfluss sie auf den herrschenden Klerus und auf die Machtzentrale um Netanyahu haben. Solche Hinweise auf das iranische irrationale Potenzial finden sich auch im Mainstream. Was dort aber leider vergessen wird, ist der Einfluss dieser Strömungen in Israel und in den USA auf die maßgebenden Kräfte. Und alles zusammen ist ein sehr unkalkulierbarer Cocktail. Jetzt gab es bei den vergangenen Konflikten, und du bist sicherlich einer der Autoren schlechthin, die in einem Buch nach dem anderen aufgedröselt haben, was die deutsche Regierung hier alles sich geleistet hat. Stichwort Balkankrieg, dein Werk, das mir auch sehr besonders gefallen hat, mit Joschka Fischer und all diesen Individuen, die daran beteiligt waren. Also man hat hier immer einen Weg gefunden, dann doch bestimmte sogenannte Bündnispartner zufriedenzustellen, sei es jetzt mit Bundeswehr-Aufklärungsflügen oder AWACS oder irgendwelchen BND-Agenten, die da mitmischen. Also wie wäre das rechtlich zu beurteilen, wenn es jetzt zu einem Krieg kommt? Was würde Deutschland deiner Meinung nach erfüllen sollen, müssen aus Sicht dieser amerikanischen Kräfte, israelischen Kräfte, die ja anscheinend am meisten in diese Richtung tendieren, Krieg? Dazu haben wir ja auch einen Artikel drin in der aktuellen Ausgabe von Kompakt unter der Überschrift "Zieht uns Israel in den Krieg?". Das heißt, es ist hier so, dass Deutschland nicht die treibende Kraft ist, aber aufgrund der Politik des Merkel-Kabinetts eben die riesengroße Gefahr besteht, dass wir hier mit hineingerissen werden auf der israelischen Seite. Und was mich ganz besonders elektrisiert hat, was wir dann auch in Kompakt abgedruckt haben, das ist ein Hinweis aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den ich mal kurz vorlesen werde. Und zwar geht es da um den Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Ein Zitat aus dem Februar 2012. Da heißt es über de Maizière, ich zitiere: "Der Vertraute der Kanzlerin hatte vor wenigen Monaten angedeutet, dass die Bundesregierung vor einem Jahr ein militärisches Engagement in Libyen auch deshalb abgelehnt hatte, weil sie eigene militärische Kapazitäten nicht binden wollte, die sie möglicherweise in einem Konflikt mit Israel noch benötigt." Yikes. Und das ist ja natürlich eine ganz neue Sicht auf den Libyen-Konflikt, wo wir immer gedacht haben, naja, haben sie ab und zu doch mal auch was Richtiges gemacht, dass sie da nicht sich beteiligt haben, jedenfalls nicht an vorderster militärischer Front. Aber nun stellt sich raus, selbst dieses Richtige war kontaminiert mit einem verbrecherischen Kalkül,
nämlich dass man die Bundeswehrkräfte zurückhält als Hilfskräfte für einen etwaigen Irankrieg der Israelis. Ja? Und die ganze Diskussion geht ja in diese Richtung. Die Medien diskutieren pro und contra. Das heißt, man wird Stück für Stück an einen möglichen Krieg gewöhnt. Es erscheint so, als ob es alternativlos ist. Oder man sagt den Leuten so oft, es passiert nächste Woche, es passiert nächsten Monat, es passiert in 3 Monaten, dass man die Leute irgendwann denken, naja, jetzt soll es endlich mal passieren, dann haben wir es irgendwann hinter uns. Genau, und dann wird natürlich auch verharmlost. Es wird gesagt, es geht um chirurgische Schläge. Es wird zitiert, auf nukleare Einrichtungen. Es ist auch so ein... Ganz genau, dann sagt der israelische Verteidigungsminister Barak, wir rechnen mit 300 Toten, damit sind natürlich die israelischen gemeint. Über die iranischen Toten wird natürlich nicht geredet. Und so geht es dann munter weiter. Mittlerweile, auch das ist im Kompakt drin, gibt es Gespräche auf Arbeitsebene, Verteidigungsministerium, Außenministerium, Bundeswehrspitze. Wie soll es konkret ablaufen? Israel schlägt zu, eventuell gibt es dann Gegenschläge. Hisbollah und Hamas mit ihren kleinen Raketen, die sie da haben. Dann wird man an Israel auf jeden Fall Patriot-Raketen liefern, das heißt Boden-Luft-Abwehr-Raketen. Und dafür, wenn die Israelis es wollen, auch Personal stellen. Das heißt, deutsche Soldaten sollen in diesem Krieg eingesetzt werden. Nicht um Angriffsflüge zu machen auf den Iran, das machen die Israelis schon selber, aber man schickt Soldaten, man schickt Patriot-Batterien auf israelischen Wunsch dann zur Verteidigung Israels gegen den Gegenschlag. Und das ist einfach grundgesetzwidrig, absolut grundgesetzwidrig. Die Israelis haben vor, einen Erstschlag, auch wenn er als Vorkehrung, als Vorsorge, als Prävention gegen einen möglichen iranischen Schlag angekündigt wird. Ein Erstschlag ist immer völkerrechtswidrig. Die UNO-Charta verbietet einen Erstschlag, einen Präventivschlag in jedem Fall, egal welche Begründung abgegeben wird. Und was die Israelis da vorhaben, ist deswegen einwandfrei illegal. Und dass Deutschland mitmachen will, obwohl wir das Verbot eines Angriffskrieges im Grundgesetz drin haben, ist eine Ungeheuerlichkeit. Und man kann sich hier auch nicht mehr rausreden auf die NATO, eine Bündnisautomatik innerhalb der NATO, wie es im 99er-Krieg in Jugoslawien der Fall war. Der war auch völkerrechtswidrig, aber es gab sozusagen eine Bündnisautomatik, wo dann Deutschland völkerrechtswidrig vorgegangen ist, aber im Bündnis. In dem Fall wäre es kein Bündnisverbrechen, sondern es wäre ein Verbrechen in erster Linie natürlich der Israelis, aber in zweiter Linie auch der mitmachenden Bundesregierung. Und das muss ganz deutlich gesagt werden. Und es wurde die ganze Zeit in der öffentlichen Diskussion weggedrückt, bis endlich, und da muss man ihm sehr dankbar sein, Günter Grass kam und diesen Punkt in aller Schärfe in seinem Gedicht, eigentlich war es ja kein Gedicht, aber egal, in seinem Text auf den Punkt gebracht hat. Erst seither wird es richtig scharf diskutiert. Das ist sein Verdienst. Und selbst die Ostermarschierer, wenn man sie in ihrem Vorgehen, wie sie es vorhatten, sich anschaut, die wollten ja vor allem gegen Rüstungsexporte und gegen Afghanistan demonstrieren. Alles schön und gut, wäre auch richtig gewesen. Aber den Iran hatten die gar nicht auf dem Schirm. Und das hat sich auch erst durch Grass geändert. Ja? Das heißt, wirklich Hut ab vor dem alten Mann. Mit letzter Tinte, wie er selbst sagt, hat er da eine Diskussion provoziert am Rande des nuklearen Abgrundes. Richtig. Und darum ist es wirklich, dass hier ein Atomkrieg in Reichweite ist und bisher die ganze Diskussion so lief, als ob das eine chirurgische Aktion werden könnte. Das ist ja lachhaft. Ja, es gibt ja auch, dazu kommen wir auch gleich, ein wichtiges Thema in der aktuellen Kompakt, Political Correctness, Dossier, das Ende der Meinungsfreiheit. Jetzt werden alte Kindersendungen zensiert und
bestimmte Begriffe, die schon fünfmal ausgetauscht wurden, darf man auch nicht mehr verwenden für irgendwas. Aber jetzt heißt es zum Beispiel hier in dem Artikel, bekannt ist, dass die Linkspartei ihren Widerstand gegen den Irankrieg eingestellt hat. Noch im Jahre 2007 wollte Oskar Lafontaine sich mit Ahmadinejad treffen, doch das hat ihm wohl Gregor Gysi schnell ausgeredet. Im Jahre 2008 hat Gysi dann nach Merkels Rede in der Knesset deren Treueschwur übernommen, Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson. Seither ist die Israel-Lobby in der Linken, der Bundesarbeitskreis Shalom, auf dem Vormarsch, der bisher noch jeden Krieg des jüdischen Staates gerechtfertigt hat. Also versuchen wir es mal kurz auseinanderzuziehen. Die linke Partei, eigentlich klassisch gegen den US-amerikanischen Imperialismus. Ja. Die Linkspartei, die Sozialisten, die Kommunisten, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, eigentlich immer gegen starke Religiosität, rechte Regierungen, Militarismus und so weiter. Also eigentlich das, was Israels herrschende politische Klasse, was Israels herrschende politische Klasse charakterisiert, ist eigentlich nochmal das Feindbild der Linken. Und wie ist das, wie erklären die das intern ihren Leuten? Ich meine, Jürgen, du bist ja auch Ziel geworden von irgendwelchen Pro-Israel-Pseudo-Kommunisten, Anti-Deutschen, Antifa-Irgendwas. Wie erklären die das ihren eigenen Leuten und wie absurd ist das denn? Das ist natürlich völlig absurd. Aber es setzt sich durch, weil es mit hohem moralischen Druck vorgetragen wird. Und zwar der Trick dabei ist, dass man Antifaschismus ausspielt gegen Kriegsgegnerschaft. Man sagt im Grunde, ganz so wie Netanjahu auch, wenn Israel bedroht ist, dann droht ein neuer Holocaust. Und wir, die Linken, sind ja gegen den alten Holocaust zu wenig vorgegangen, zu spät vorgegangen. Das wollen wir uns nicht nochmal sagen lassen. Deswegen gehen wir jetzt rechtzeitig vor. Und auf dieser Schleimspur landet man dann am Ende bei der Unterstützung von Netanjahu. Es trifft natürlich nicht für alle Linken zu. Ich würde nach wie vor sagen, die Mehrheit der Linkswähler sowieso, aber auch der Linksfunktionäre ist gegen so einen Krieg. Aber diese aktive Minderheit mit der Abkürzung Bundesarbeitskreis Shalom hat eben einen solchen moralischen Druck entfaltet, dass sich die Kriegsgegner im Falle Israel gar nicht mehr zu Wort melden, sondern kuschen vor der Auschwitzkeule, sage ich mal, und ihre Kriegsgegnerschaft dann nur auf anderen Schauplätzen, etwa Afghanistan oder Rüstungsexporte, zur Kenntnis geben. Das ist eine sehr, sehr schlimme Entwicklung. Hier sehe ich gerade den ja? Naja, in dem Artikel wird ja erwähnt, Oskar Lafontaine war da ursprünglich ganz anders drauf. Er wollte 2007 Ahmadinejad besuchen. Aber er hat sich da auf eine fatale Arbeitsteilung mit Gysi eingelassen. Die beiden sind ja die tonangebenden Köpfe in der Partei, egal welches Amt sie haben. Und die haben sich jetzt die Sachen so aufgeteilt, dass Gysi die Außenpolitik macht und die Europapolitik. Und Lafontaine ist eben für Wirtschaftspolitik zuständig, für die Eurokrise etwa. Und keiner redet dem anderen rein. Das heißt aber auch, dass Gysi das letzte Wort in der Israel, Außenpolitik, Nahostpolitik und so weiter hat. Und man sieht jetzt auch beim Thema Günter Grass, eigentlich hätte man, wenn es mit rechten Dingen zugeht, hätte die Linkspartei sich hinter Grass stellen müssen. Es waren aber im Grunde nur zwei Abgeordnete, die sich hinter Grass gestellt haben. Zwei Abgeordnete aus der zweiten und dritten Reihe der Bundestagsfraktion. Der ganze übrige Rest hat geschwiegen. Und am Schluss ist die Linkspartei noch blamiert worden von Sigmar Gabriel, der sich ja in der heutigen Ausgabe des Spiegel wenigstens recht und schlecht hinter Grass stellt. Na, immerhin etwas. Hier ist der Artikel Zweierlei Korrektheit über Political Correctness, die Sprache der neuen Weltordnung. Durchsetzen konnte sie sich erst, seitdem ihre Protagonisten sich darauf geeinigt haben, welches Tabu in ihrem Zentrum stehen soll. Und wenn wir über das Thema reden, was gilt als Tabu, was gilt als in Ordnung, muss man vielleicht vorwegnehmen, ja, es gibt Spinner.
Es gibt Verrückte, es gibt heute Rassisten auf der ganzen Welt, es gibt Leute, die bewusst provozieren möchten und dann diejenigen attackieren, die nicht ständig ebenfalls provozieren. Das ist gar nicht die Frage. Das ist gar nicht die Frage. Und ich denke mal, dass insbesondere Rassisten, dass insbesondere die Leute, die uns am liebsten in die Vergangenheit zurückschleifen wollen, dass die halt eben diese Kriegsgefahr mit anheizen, dass sie diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Und wir haben hier einerseits ein Foto von Eva Herrmann, wir haben ein Foto von dir, konfrontiert von Henrik Broder, der Kampfschreiber, und es ist auch noch ein kurzes Interview mit Ken Jebsen, Ken FM, viele werden ihn kennen. Seine Sendung wurde ja abgesetzt, weil er halt eben eine stark pazifistische Haltung vorgetragen hat, Israel kritisiert und das auch noch gebührenfinanziert von der GEZ. Wie würdest du sagen, hat sich, weil jetzt werden uns viele zuhören, die vielleicht unter 30 sind, so wie ich, knapp noch unter 30, wie hat sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt mit der Political Correctness? Kannst du sagen, da gab es so bestimmte Zeitspannen, in der sich wirklich viel getan hat, oder es gab bestimmte Ereignisse, wo danach sich sehr, sehr viel verändert hat? Das habe ich ja in meinem Artikel Zweierlei Korrektheiten in der aktuellen Kompaktausgabe auch aufgeschrieben. Mir selber ist der Begriff Political Correctness erst Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal übergekommen. Vorher gab es das nicht. Vorher gab es das aber unausgesprochen. Das heißt, es gab zwar den Begriff nicht, der kommt ja aus den USA, die Bewegung kommt aus den USA, deswegen ist der Begriff auch vorzugsweise englisch gebraucht. Aber die Praxis, die zu dem Begriff passt, die gab es schon etwa, ich würde mal sagen, Mitte der 80er Jahre. Und zwei Daten sind mir in Erinnerung. Zum einen der Streit in der Taz, in der Tageszeitung, die ja dem Grünen nahesteht, im Grunde das grüne Zentralorgan, die Mitte der 80er Jahre, 85, 86, die feministische Grammatik eingeführt hat. Also das große I, Arbeiterinnen, Gewerkschafterinnen. Man durfte nicht mehr, wie es in der deutschen Grammatik seit Martin Luther üblich ist, die männliche Form verwenden und damit beide Geschlechter meinen, sondern man wollte die Frauen grammatikalisch gleichberechtigen, indem man die Sprache verhunzt und dann ein großgeschriebenes I in Arbeiterinnen und Gewerkschafterinnen einfügt. Das ist dieses typische Denken der Political Correctness, dass man über die Veränderung von Sprache die Realität verändern könnte. Das ist natürlich ein vollkommener Humbug, weil ob die Putzfrau Raumpflegerin heißt oder sonst wie, der Dreck ist immer derselbe, der ändert sich gar nichts. Ja? Aber das ist dieses Denken. Die zweite Sache, die mir in Erinnerung ist im Jahre 1988, glaube ich, die Rede des damaligen Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger, CDU, im Bundestag zum Jahrestag der Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht. Diese Rede führte zum Rücktritt von Jenninger, weil er in dieser Rede Zitate von Himmler, Göring, anderen Nazi-Größen vorgelesen hat und beim Zitieren zu wenig Distanz erkennen ließ. Das heißt, nicht nur die Worte sind in der Political Correctness unter Verdacht, sondern auch die gesamte Performance, wie man auf Englisch sagen würde, also die gesamte Darstellung. Deswegen ja heute auch Leute, die jetzt bestimmte T-Shirts tragen oder eine bestimmte Schuhmarke bevorzugen, die werden schlankweg schon als Nazis bezeichnet. Da müssen die gar nicht mehr den Mund aufmachen. Und so ging es Jenninger auch. Die Rede an sich war top korrekt, auch unter antifaschistischen Gesichtspunkten. Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, hat sie einige Jahre später dieselbe Rede mit denselben Worten nochmal vorgetragen. Da gab es großen Beifall. Jenninger wurde es zum Vorwurf gemacht, dass er beim Zitieren der Nazi-Größen zu viel Emphase in seine Tonation reingelegt hätte. Also ein völlig irrwitziger Gedanke, obwohl Jenninger CDU war er
ab dann nicht mehr zu halten und musste zurücktreten, wurde abgeschoben auf den Botschafterposten in Österreich, glaube ich. Ja, das sind so die Schlüsseldinge. Und dann kommt eben ein Ereignis nach dem anderen, etwa der Krieg 1991, wo mir zum ersten Mal begegnet ist, diese völlig absurde Figur, die es vorher auf der Linken nicht gab. Ich war ja damals noch fester Bestandteil der Linken, dass man gesagt hat, ja, man muss einen Krieg unterstützen. Damals die Operation Desert Storm der USA und ihrer Verbündeten, weil dieser Krieg der Sicherheit Israels dient. Wo jeder Linke normal bis zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, habt ihr sie überhaupt noch alle Tassen im Schrank? Seid ihr vollkommen durchgedreht? Aber man hat dann begonnen, den Antifaschismus zu missbrauchen, um hohen moralischen Druck zu erzeugen zur Durchsetzung imperialistischer, kriegerischer Ziele. Sehr auffällig war das auch darüber schreibe ich im Kompakt, im Jugoslawienkrieg, im Jugoslawienkonflikt. Anfang der 90er Jahre gab es schon die Diskussion, muss der Westen, muss Deutschland in Jugoslawien eingreifen gegen die bösen Serben und Milosevic zur Befreiung der anderen unterdrückten Albaner und so weiter. Am Anfang wurde die Diskussion noch geführt im klassischen Stil des Kalten Krieges. Das heißt, die Notwendigkeit des Eingreifens wurde nicht politisch korrekt begründet, sondern als antikommunistische Hilfsmaßnahme. Milosevic als der Panzerkommunist, der so wie Stalin die Leute unterdrückt. Mit der Argumentation sind die aber nicht richtig weit gekommen, weil, tja, die Linken haben da nicht unbedingt mitgezogen. Ja? Also Antikommunismus ist ja kein linkes Topos. Dann hat man mitten in diesem Konflikt, etwa ab 1992, wird die Propaganda umgestellt von antikommunistisch auf antifaschistisch. Und man beginnt, Milosevic jetzt nicht mehr als Stalin zu zeichnen, sondern als Wiedergänger Hitlers. Und man beginnt, die serbischen Gefangenenlager als KZs darzustellen, auch mit Fotofälschungen und. Darüber ist auch viel geschrieben worden. Und man schafft es über diesen Trick auch, die amerikanisch-jüdische Lobby, die ursprünglich für die Serben war, weil sich die Juden in den USA zu einem gewissen Teil erinnert haben, dass man ja im Dritten Reich während der Nazi-Besetzung des Balkan Juden und Serben gemeinsam in denselben KZ saßen, die von deutschen oder kroatischen Faschisten oder muslimischen Faschisten bewacht wurden. Aber man hat diese jüdische Lobby in den USA umgedreht, indem man ihnen gesagt hat, Moment mal, die Serben sind doch keine Opfer des Nazismus, sondern die machen jetzt dasselbe nochmal, was die Nazis gemacht haben, gegen die Muslime. Und so hat man mit antifaschistischen Weilen, mit politisch korrekter Argumentation die Unterstützung gekriegt. Zunächst eines Großteils der amerikanischen Juden und dann aber auch der linken Dummköpfe in ganz Europa für das Eingreifen in Jugoslawien. Und als dann 1999 von Joschka Fischer und Gerhard Schröder die Bundeswehr zu ihrem ersten großen Kampfeinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg geführt worden ist, waren viele Linke, vor allem die Grünen, dafür. Das war der erste politisch korrekte Krieg, der Deutschland beim Bomben gesehen hat. Ja, die Sprache macht's. Wir haben hier ein Beispiel mit Ken Jebsen, KenFM. Also man hat ihn abgesägt, er durfte nicht länger auf Steuerzahlerkosten hier sagen, ich sehe keinen Anlass für einen Krieg gegen den Iran und was treibt hier Israel? Also er war weg vom Fenster. Jetzt habe ich hier einen interessanten Artikel. Das Ganze ist heute erschienen auf heise.de, nein, auf Telepolis. Und zwar heißt es hier Kotau vor dem WDR. Die Nordrhein-Westfalen-Piraten entscheiden sich beim Landesparteitag in Dortmund gegen eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt hier noch, auf ihrem Programmparteitag, der dieses Wochenende in Dortmund stattfindet, schufen die Klickgeneratoren gestern die Grundlage dafür, dass ihr Aufwärtstrend nicht durch eine negative Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien gefährdet wird. Und dann zeige ich Ihnen, meine Damen und Herren, hier live kurz noch das hier. Und zwar handelt es sich um das Parteiprogramm der Piraten.
aktuelle Grundsatzprogramm, also Sie können das sich das selber durchlesen, nicht die Bohne einer Erwähnung von Außenpolitik, welche Außenpolitik sollen wir vertreten oder welche Außenpolitik, welche Art von Außenpolitik kritisieren wir? Nichts. Also man möchte sich im Moment überhaupt nicht verscherzen mit irgendwem. Und man, also ich, kann man nachprüfen, aus welchen Motiven heraus man jetzt tatsächlich sich dagegen entschlossen hat, die Forderung zu stellen, das GEZ-System umzukrempeln. Es hieß ursprünglich, wir wollen die öffentlich-rechtlichen Sender auf ihre Kernaufgaben zurückstutzen, also nicht unglaublich viel Entertainment finanzieren. Und die, ich denke, du kannst ein Lied davon singen, die Öffentlich-Rechtlichen, du weißt das sehr, sehr gut, ein Parteienfest sondergleichen. Und solche Stimmen wie Herr Grass werden dort entweder nicht erwähnt oder halt eben durch den Schmutz gezogen. Also das ist hier die junge Parteienlandschaft, die Piraten, die also keine richtige Stellung beziehen wollen und dann auch noch sagen, okay, verärgern wir mal nicht den WDR beziehungsweise generell die öffentlich-rechtlichen Medien. Was hältst du davon? Ist das ein Zeichen von, wir haben keine Ahnung oder zu viel Kalkül oder wirst du sagen, das kann man denen schon verzeihen, die sollen erstmal auf stabilere Füße kommen und dann können sie sich mit sowas beschäftigen? Also mit den Piraten beschäftigen wir uns besonders in der nächsten Ausgabe von Kompakt Magazin, das heißt in der Mai-Ausgabe. Und ich habe den Eindruck, Piraten, es ist gar keine politische Formation, sondern eine Formation eines bestimmten Lebensgefühls oder einer Lebenseinstellung. Es sind Leute, die mit dem Internet leben und die sich ein Leben ohne Internet gar nicht vorstellen können. Und die sich empören, natürlich zu Recht auch, dass jetzt bestimmte Machtgruppen versuchen, das Internet zu zensieren und vor allem die kostenlosen Downloads stoppen wollen. Weil man soll nicht unterschätzen, junge Leute, das wirst du besser wissen als ich, junge Leute beziehen heute ein erheblicher Teil ihrer Lebensqualität daher, dass sie kostenlos Filme, Musik und so weiter, es geht dahin bis zur Sexualität aus dem Internet, dass sie das alles beziehen können. Das heißt, früher hat man ja immer gekämpft um materielle Teilhabe. Das heißt, die Arbeiterbewegung zum Beispiel, die Gewerkschaften, die wollten, dass sie besser bezahlt werden, mehr Urlaub und so weiter und so weiter. Ja? Diese Dimension schrumpft natürlich für eine Generation oder für eine gesellschaftliche Schicht, die gar nicht so sehr an materiellen Gütern kleben, sondern an virtuellen Genüssen. Das heißt, es ist ein vollkommen anderes Spielfeld. Deswegen entwickeln die auch kein Wirtschaftsprogramm oder entwickeln keine Stellung zur Außenpolitik, weil das ist ja die analoge Welt. Das interessiert die gar nicht. Sie interessiert nur die virtuelle Welt. Und vielleicht bin ich auch einfach zu alt, ja, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht recht vorstellen, dass sich daraus was Vernünftiges entwickelt. Andererseits muss man mittlerweile sehen, dass aufgrund der kriminellen Politik der bisherigen Parlamentspartei sich ein Teil der Unzufriedenen, ein wachsender, stärker werdender Teil der Unzufriedenen auf die Piraten stürzt, weil die sich einfach bisher noch nicht die Finger schmutzig machen konnten. Das heißt, es tut sich ein Feld auf, es sammeln sich in den Piraten einerseits diese Internetleute, andererseits aber auch alle Unzufriedenen. Und vielleicht wird es so sein, dass dieses vage Feld, was sich jetzt in einer Partei zusammenfindet, auf Dauer gar nicht zusammengehalten werden kann, sondern dass sich in der Diskussion dann dezidierte Standpunkte bilden
Und aus diesem Sammelbegriff Piraten dann Einzelformationen werden, mit denen man mehr anfangen kann oder wo man dezidierter sagen kann, mit denen auf jeden Fall gar nicht. Also im Augenblick sind die politisch gar noch nicht satisfaktionsfähig. Deswegen sollte man sich nicht an einzelnen Punkten von ihnen politisch verbeißen, sondern ehrlich gesagt, ich stehe ein bisschen auch staunend davor, ja. Wir haben ein paar Fragen, Zuschriften via Skype. Sie können uns, meine Damen und Herren, heute Abend selbstverständlich schreiben an die eingeblendete E-Mail-Adresse radio@infokrieg.tv, radio@infokrieg.tv, und unser Skype-Name lautet Infokrieg-HQ, Infokrieg-HQ. Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu diesen Themen, schreiben Sie Fragen an mich oder unseren Live-Gast Jürgen Elsässer vom Kompakt-Magazin, lassen Sie Dampfer, was auch immer. Wir haben heute etwas später angefangen, so rund 8 bis 10 Minuten. Und außerdem mit unseren Terminen uns etwas verhaspelt. Also wir hatten dann unseren Live-Gast nicht unbedingt angekündigt, werden das selbstverständlich noch nachholen. Die Aufzeichnungen sind zu sehen bei uns auf der Hauptseite in der Infokrieg-Mediathek. Sie verpassen hier also überhaupt nichts. Die Sendungen mit dir, Jürgen, zählen immer zu unseren meistgesehenen. Wir haben auch andere Sachen vorbereitet. Das heißt, wenn Jürgen uns verlässt in rund 10 bis 15 Minuten, sei denn, er muss gerade dringend noch irgendwo hin, hat sich hier nur eine Stunde freigeboxt, haben wir noch ein paar andere Sachen, werden heute rund eine halbe Stunde überziehen, wie in den alten Tagen. Wir haben ja schließlich die Möglichkeit, länger auf Sendung zu gehen, sind nicht gebunden an einen festen Sendeplan. Hier schreibt uns beispielsweise, hier schreibt uns beispielsweise jemand per Skype: habe etwas später eingeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Herr Elsässer wollte im April nach in den Iran. Wie sieht es damit aus? Ja, die Reise beginnt am Donnerstag. Ich werde am Donnerstag in den Iran fliegen mit einer kleinen Journalistengruppe. Gerhard Wisniewski, den sicherlich viele hören können, wird auch mit dabei sein. Und wir werden 10 Tage bleiben. Habt ihr vor? Wir hatten natürlich vorher auch einen gewissen Bammel, ja, was da passieren könnte. Die israelischen Kriegsdrohungen waren ja eine Zeit lang sehr handfest. Ja, man wusste nicht, was passiert im April. Im Augenblick mache ich mir natürlich auch noch ein paar Sorgen, aber ich werde trotzdem auf jeden Fall fahren. Einerseits aus Solidarität mit den Menschen im Iran, die ja ständig unter dieser Kriegsdrohung leben. Und andererseits ist es so, dass jetzt im Augenblick, in diesen Tagen, die Kriegsdrohung eher etwas zurückgegangen ist, weil jetzt ja wieder verhandelt wird zwischen den 5 Westmächten und Iran. Und während der Verhandlungen werden sie nicht gerade die Bomber hochschicken. Das hoffe ich doch inständig, also sehr mutig, muss man sagen. Sicherlich keine einfache Angelegenheit. Wird es Berichte geben nach der Reise, oder habt ihr vor, sogar während der Reise zu bloggen oder irgendwas an die Außenwelt zu schicken? Also während der Reise ist uns schon gesagt worden, dass es da nicht so einfach ist, allein schon aufgrund der Übertragungsgeschwindigkeiten des Internet. Da werden wir wahrscheinlich nichts zustande kriegen, aber hinterher bestimmt sehr viel. Wir sind absolut gespannt, schon nach weiteren Zuschriften heute Abend hier am 16. April 2012. Ja, es ist noch weiter via Skype. Der Streit zwischen der Vereinigten Arabischen Emirate und Iran spitzt sich zu. Ja, auch hier sehr, sehr viel Streitpotenzial. Was heißt es hier? Hier schreibt uns jemand per Skype: wenn man heute eine junge Frau mit Fräulein anspricht, wird man auch schon komisch angeschaut. Aber mit solchen Wörtern könnte man auch kein Mischgeschlecht erschaffen, wie es scheinbar geplant ist. Ja, ein Kind hat zwei Eltern. Älter 1 und älter 2. Und das ist, man kann ja als Abonnent, hat man ja die eine Ausgabe von der Kompakt schon, wo dann auf dieses Gender Mainstreaming eingegangen wird. Wir hatten auch eine Sendung dazu gemacht und darüber gesprochen. Also man kann die Ausgaben ja einzeln nachbestellen. Und
sich das dann holen. Sehr wichtiger Punkt, sehr wichtiges Feld. Hier, das kann man ganz kurz einblenden, im Piratenparteiprogramm ist es ja auch ein ganzes Kapitel. Hier steht es, wo war es? Nicht hier, Vielfalt in der Gesellschaft. Bildung, Teil am digitalen Leben. Ist das wieder rausgeflogen, oder? Geschlechter- und Familienpolitik, Punkt 12. Wir blenden das hier gerade ein. Piratenparteiprogramm, Grundsatzprogramm. Freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität bzw. Orientierung. Hört sich toll an. Frage ist, wie viel Staat möchte man hier haben, der sich dann überall mit reinmischt? Und wie viel Pseudowissenschaft hängt hier damit drin? Weltweite Anerkennung und Schutz selbstbestimmter geschlechtlicher oder sexueller Identität bzw. Orientierung, freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens, freie Selbstbestimmung und Familienförderung. Hört sich alles toll an, aber man fordert hier den Staat, der dann letztendlich, oder beziehungsweise viele fürchten ja dann Verbote, in denen es heißt, man darf seine Kinder nicht mehr klassisch erziehen, das wäre dann nicht mehr zeitgemäß und man wäre dann ein rückständiger Älter. Wie auch immer, und dann könnte es Verbote geben und weiß der Geier, was sie dann mit unseren Kindern in der Schule anstellen. Gruselig. Vielen Dank für die Zuschrift via Skype. Hier fragt uns der Nächste via Skype. Hey Alex, wollte mal fragen, ob Projektile, die abgereichertes Uran enthalten, auch unter den Atomwaffensperrvertrag fallen, weil die ja schon im Irak, Bosnien und Libyen eingesetzt wurden. Jürgen, die Frage leite ich an dich weiter. Es geht zugenommen das abgereichertes Uran. Fällt nicht drunter, weil das ist ja nicht das Ergebnis von einer Kernfusion oder Kernschmelze, wie sie in Atombomben oder H-Bomben abläuft, sondern es ist also keine kritische Masse, die reagiert. Deswegen kommt man aber mit dem Atomwaffensperrvertrag nicht weiter. Es ist natürlich trotzdem eine Massenvernichtungswaffe wegen der Verseuchung, die auf Jahrmillionen geht. Ich möchte nicht wissen, wie viele missgeborene Kinder im Afghanistan etwa oder im Irak noch geboren werden, aber leider wird es vom Sperrvertrag nicht erfasst. Ja, der Atomwaffensperrvertrag ratifiziert vom Iran, nicht ratifiziert von Israel. Israel wird ja eine Geheimniskrämerei zugestanden, auch das wieder aus einer historischen Perspektive heraus. Die Frage ist eben, was für einen Sinn ergibt das? Sehr, 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 sehr gruselig. Was sind noch so aktuelle Themen, an denen du gerade dran bist? Es ist zwar erst der 16. April, aber du hast schon erwähnt, in der nächsten Ausgabe geht es unter anderem um die Piraten. Was sind weitere Themen? Und du bist kurz vor der Reise in Iran. Was ist noch eines der aktuellen Themen, mit denen sich Jürgen Elsässer befasst? Ja, diese Israel-Iran-Geschichte wird weiter sehr dominant sein in Kompaktmagazin. Also wir haben jetzt die jetzige Ausgabe, April-Ausgabe mit den drei Artikeln und wir werden diesbezüglich natürlich im Mai weitermachen, angestoßen von Günter Grass. Wir machen also einen Faktencheck der Dinge, die in dem Gedicht drin sind. Also etwa, dass Grass sagt, Israel ist eine Gefahr für den Weltfrieden. Das wird ja allgemein bestritten, aber nach dem, was wir recherchiert haben, ist es eben absolut zutreffend, was Grass gesagt hat. Wir behandeln die Angriffe gegen Grass, die unter die Gürtellinie gehen, etwa, dass er immer noch als SS-Mann dargestellt wird, was natürlich vollkommen wahnsinnig ist, weil Grass ist natürlich heute überhaupt kein SS-Mann. Er war damals als 17-Jähriger Mitglied der Waffen-SS gegen seinen Willen. Das heißt, Grass wollte eigentlich zur Marine gehen und die haben ihn nicht genommen und stattdessen wurde er zur Waffen-SS gezogen. Er hat nach eigenen Aussagen keine Kriegsverbrechen begangen und noch nicht mal einen Schuss abgegeben. Und das wird immer noch... Ja, Ladeschütze. Diese Sachen werden ihm, obwohl er damals 17 war, immer noch vorgeworfen und werden jetzt im Zusammenhang mit dieser absolut notwendigen Diskussion um die Weltkriegsgefahr ausgehend von Israel, Iran reingeworfen. Und das ist natürlich wahnsinnig. Und was haben wir noch? Wir haben, ganz wichtig, wir haben im nächsten Kompakt einen Schwerpunkt zum Thema Geld, das neue Geld. Was kommt nach dem Euro? Das heißt, wir spielen die verschiedenen Modelle durch.
die es da gibt, goldbasierte Alternative, nationales Geld kommt zurück oder Vollgeld, das Vollgeldprinzip oder das Privatgeldprinzip, also die libertäre Einstellung. Da werden wir verschiedene Modelle vorstellen, werden die Diskussion im Euroraum reflektieren, um eine koordinierte Abwicklung der Gemeinschaftswährung, wenn es so weitergeht, muss sie koordiniert abgewickelt werden oder sie kollabiert unkontrolliert. Und wir haben in dem Zusammenhang auch einen Mitschnitt von der Diskussion auf unserer Euro-Konferenz. Also Kompakt hat ja eine Euro-Konferenz veranstaltet Mitte Februar in Berlin. Und da gab es eine sehr interessante Debatte mit etwa Oliver Janich von der Partei der Vernunft einerseits und Professor Wilhelm Hankel andererseits, die ja diese Positionen sozusagen als Bannerträger ausformuliert haben. Janich, der sagt, Zentralbanksystem muss fallen, die Zentralbanken müssen abgeschafft werden und stattdessen soll jeder Bürger oder jede Finanzgruppe das Recht haben, selbst Geld in Umlauf zu bringen. Und der Markt wird dann entscheiden, welches Geld sich durchsetzt, also welches Geld Vertrauen verdient. Das ist die eine Position, die libertäre, und dagegen die Position von Professor Wilhelm Hankel, der sagt, Zentralbanken sind im Grunde notwendig. Sie müssen nur der Kontrolle der Privatbanken, wie im Fall Federal Reserve, entwunden werden und unter demokratische Kontrolle der Bürger gestellt werden. Ganz ohne Privatbanken, ganz ohne Zentralbanken geht es nicht, denn ansonsten haben wir einen deregulierten Geldmarkt, wo sich der größte Mafiosi durchsetzen wird, abstrakt gesagt. Wildcat Banking, so nannte man das in den Vereinigten Staaten eine Zeit lang. Also ich glaube, die Debatte ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich will da auch nochmal pro domo sprechen, weil wir ja vorhin über die Piraten sprachen, über das Internet sprachen, die Piraten als Internetpartei. Und andererseits stehe ich ja jetzt hier als Chefredakteur eines Magazins, einer Zeitschrift, eines Printmagazins. Wie heißt das? Geistiges Eigentum beziehungsweise ja. Kopierbare? Aber das meine ich nicht unbedingt, sondern ich meine diese Debatte, die wir jetzt in der nächsten Ausgabe ums Geld führen. Jemand, der sich nur im Internet auskennt, der wird in dieser Debatte von einer Website zur anderen springen und überall sagen, naja, nicht schlecht, okay, das schaue ich mir mal an. Aber nur durch eine Zeitschrift gelingt es, glaube ich, die verschiedenen Ansätze aufeinander zu beziehen. Das heißt, man braucht die analoge Diskussion, zum Beispiel auf einer Konferenz oder zum Beispiel dann in so einer Zeitschrift, wo dann verbindlich diskutiert wird und der Leser auch nicht typisch internetmäßig springt von Link zu Link und am Schluss völlig, völlig elektrisiert ist von den ganzen Impulsen, aber im Grunde gar nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Und das ist der Bewusstseinszustand des typischen Piraten. Elektrisierte Leute, keine schlechten Köpfe, aber sie denken nicht stringent. Und ich glaube, für die stringente Diskussion braucht man ein Periodikum, auch was Schriftliches wie eine Zeitschrift. Und das versuchen wir in Kompakt, dadurch die Diskussion stärker aufeinander zu beziehen, die Leute zu zwingen, nicht zu springen von Link zu Link, sondern zu lesen, zu vergleichen. Und in der nächsten Nummer geht es dann weiter. Also es entwickelt sich eine kontinuierliche Diskussion und ein Konzentrat an Menschen, an Intelligenzpotenzialen, die jetzt nicht so diffus sind wie das, was die Piraten sammeln. Wir sind die allerletzten, die auf Technologie oder über Technologie lästern würden. Nichtsdestotrotz muss ich dir absolut zustimmen. Nichts ersetzt Bücher, nichts ersetzt Zeitschriften, nichts ersetzt den persönlichen Umgang. Man hat ja diesen Mythos geschaffen, jeder könnte es schaffen zu Ruhm und politischen Erfolg oder was auch immer mit einer Facebook-Kampagne. Also man muss ja bloß irgendwie einfach auf Facebook präsent sein und den Stein ins Rollen bringen und dann würde das Ganze von selber laufen. Aber wenn man was erreichen will, da ist sehr, sehr viel Arbeit notwendig und wenn man die Geschichte von Facebook analysiert, dann sieht man, da gibt es einige
Gönner, Finanziers, die eben etwas interessanter sind als die schillernde Galeonsfigur, wie die auch im Hollywood-Film gemacht worden ist. Also das ist, denke ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und ich selber merke das ja auch. Also man liest ein Buch, man nimmt sich die Zeit und es hat so eine große Überzeugungskraft und hingegen wird man dann überschwemmt, wenn sie mal in meinem E-Mail-Postkasten hier eine neue Facebook-Aktion und hier eine neue Aktion und da und alles so kurzlebige Dinge oder Leute, die man überhaupt nicht kennt, die einfach noch keinerlei Erfolge vorzuweisen haben. Natürlich will man nicht jungen Leuten den Erfolg versperren, aber es abhängig zu machen von Twitter oder generell so dem Meinungswind, der gerade aus einer bestimmten Richtung bläst im Web. Und wenn man sich mit diesem, wenn man sein Fähnchen nicht richtig ausrichtet, dann ist man auf einmal der Buhmann. Also ich kann nur sagen, abonnieren Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie uns jetzt zuschauen, abonnieren Sie die Kompakt. Hier haben Sie die Auswahl aus einem Normal-Abo und einem Förder-Abo. Sie kriegen sogar eine Prämie obendrauf. Also man macht es Ihnen hier sehr, sehr leicht, meine Damen und Herren. Man bekommt jetzt eine schöne Prämie, auch in Form von DVDs. Wir haben jetzt 3 DVDs als Gratis-Abo-Prämie. Die eine, da bist du auch drauf, das ist die DVD, der Mitschnitt der Referate von der 9/11-Konferenz im letzten September. Dann haben wir die DVD als Abo-Prämie mit den Referaten der Euro-Konferenz, Bürger gegen Euro-Wahn, im Februar dieses Jahres, wo auch die Diskussion zwischen Hankel und Oliver Janich drin ist. Und als drittes haben wir die DVD Kriegslügen gegen den Iran, wo 2 längere Vorträge von mir live mitgeschnitten wurden. Also wenn man abonniert, kriegt man das gleich dazu. Ja, und ich konnte ja die anderen Vorträge live mitverfolgen, war sehr, sehr begeistert. Also die Lars Schall über die interessante Finanzierung der Terroranschläge von 9/11 und seine interessanten Korrespondenzen mit diversen Behörden, die das eigentlich untersuchen müssten, hätten, sollten. Ganz großes Kino, meine Damen und Herren. Jürgen Elsässer, vielen Dank für die Zeit heute Abend. Vielen Dank für die anhaltenden Bemühungen und die viele, viele Arbeit, die man sich damit aufhalst. Vielen Dank und wünsche schon mal im Vorfeld viel Erfolg mit der Reise in den Iran. Sind bestimmt ganz gespannt, wie eigentlich alle anderen auch, was sich da alles daraus ergeben wird. Ich bedanke mich auch und wir hören uns, wenn ich aus dem Iran wieder zurück bin. Wünsche noch eine schöne Woche. Bis dann, tschüss. Okay, jetzt haben wir noch Themen, die wir angekündigt hatten und zu denen wir erst jetzt kommen. Ein Thema hier wollte ich schon seit langem mal ansprechen, insbesondere was dieses Buch hier anbetrifft. Es handelt sich um Renate Hartwigs Klassiker Scientology, Ich klage an. Das Buch ist nicht mehr vom Verlag erhältlich oder es hat auch kein neuer Verlag mehr irgendwie auf den Markt gebracht in der neuen Ausgabe. Man findet es jedoch, ich habe mir den Link extra rausgesucht, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung. Man findet das Buch antiquarisch gebraucht, günstig im Web. Hier haben wir zum Beispiel Amazon. Amazon.de und man kriegt das Buch ab 1 Cent. Das ist kein Witz, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie es, 0,01 Euro. Das ist dann das günstigste Angebot. Plus 3 Euro Versandkosten von irgendeinem Anbieter auf Amazon Marketplace. 1 Cent im gebrauchten, akzeptablen Zustand. Hier 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent, 49 Cent. Wir haben schon überlegt, ob wir uns nicht die ganzen Gebrauchten da aufkaufen sollen, damit wir sie in den Infokriegs-Shop und in unseren eigenen Online-Versandhandel stellen können. Denn so viele sind das jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht so 20, 30 Stück oder so, so ähnlich. Das kann man sich hier nach... Ne, 61 Stück zwischen 1 Cent und 9 Euro. Also ich kann Ihnen diese Empfehlung nur machen, meine Damen und Herren. Falls wir jemals die notwendigen Mittel haben, um selbst Bücher rauszubringen, also ein bisschen als Verlag tätig zu sein. Wir haben eine ganze Liste an Sachen, die wir selber neu rausbringen wollen, die dann irgendwo nicht mehr, also irgendwo in den Archiven hängen. Bei großen Verlagen, die das nicht mehr rausbringen, obwohl die Bücher genauso aktuell sind wie eh und je. Bevor ich jetzt
anspreche, was diese Dame hier alles geleistet hat, und zwar vor Facebook, vor Twitter, vor eigentlich der populären Internet, dem Internetzeitalter, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Und sie stieß auf das Thema, seit ein paar Jahren hat sie dann damit aufgehört, also ihr war es dann irgendwann auch zu bunt, aber sie hat unglaublich viel geleistet. Sie ist da reingestolpert, weil ich glaube, ihr Ehemann war dann tätig für irgendeine Weiterbildungsseminar-Coaching-Firma und irgendwie war das dann Scientology und man hat es gar nicht erst geschnallt, man wusste dann gar nicht, oder sie wusste schon irgendwie, dass das zusammenhängt, hat dann recherchiert, wer sind die eigentlich? Und damit hat alles angefangen, gründete eine der führenden Anti-Scientology-Organisationen in Deutschland. Und das in einer Phase, als dieser Sci-Fi-Kult noch unglaublich verharmlost wurde, als die Behörden sich noch nicht geäußert haben oder noch wenig getan haben. Inzwischen ist zumindest die Rhetorik da, aber das hat nicht sonderlich viel zu bedeuten, was ich Ihnen gleich zeigen möchte. Wie angekündigt, es geht hier um das private Umfeld, das familiäre Umfeld von einem der bekanntesten Politiker in Deutschland und wohl dem größten Entertainer-Moderator. Ich wollte das schon vor längerer Zeit bringen. Ich hatte dann das Buch verlegt und wir haben dann am Wochenende ein bisschen umdisponiert hier. Mein Schreibtisch, ein paar Regale, wir haben ja unendlich viele Bücher rumstehen und dann habe ich es dann wieder gefunden. Aber bevor ich dazu komme, wir haben ein paar Neuheiten im Infokrieg Online-Versandhandel. Sie finden diverse Werbebanner auf unserem Nachrichtenportal infokrieg.tv oder Sie gehen einfach auf shop.infokrieg.tv, die Adresse shop.infokrieg.tv. Ja, die Freiheit hat ihren Preis, unsere Arbeit hat auch einen Preis. Das, was wir machen, ist schon zeitaufwendig. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie eine Stunde am Tag live Internetfernsehen machen, und Sie müssen sich jetzt wieder vorbereiten und Sie müssen jetzt ein solches Buch lesen. Ich habe es gelesen von der ersten bis zur letzten Seite, erste bis zur letzten Wort. Also ich überfliege das nicht nur, okay? Also mit, das ist hier noch das Glossar, 278 Seiten. Ich bin ein sehr schneller Leser, rund 60 Seiten in der Stunde. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, wie aufwendig das ist, wenn irgendein Redakteur oder sei es jetzt jemand wie ich, jetzt ein paar Stunden investiert, um sich wieder auf den aktuellen Stand zu bringen oder um den Überblick zu behalten. Mehrere Stunden Recherche notwendig für eine einzige Stunde Sendung oder für einen einzigen Artikel. Also man investiert diese ganze Arbeit, das ist unglaublich aufwendig, das ist teuer, die Zeit kostet ja schließlich. Und dann macht man einen Artikel, den Leute in 5 Minuten lesen. Und Text gilt ja im Internet generell als kostenlos, also nicht mal mit Werbung kann man da großartig viel verdienen. Und das heißt dann, das ist die neue Freiheit. Ja. Der Autor bekommt nichts mehr oder die, weiß nicht, was die Autorin hier bekommen hat für ein verkauftes Buch, vielleicht so 80 Pfennig damals, wenn überhaupt. Also glauben Sie nicht, das Ganze geht von selbst. Hier besuchen Sie unseren Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Wir finden hier neue Kategorien, Unterkategorien. Ein sehr, sehr interessantes Angebot für Sie. Bücher, Dokumentarfilme, Gesundheitsartikel, natürliches Vitamin C im Bio-Standard, andere Gesundheitsartikel wie der Ionic Pulsar Pro, machen Sie Ihr eigenes kolloidales Silber, haben jetzt auch Bücher endlich im Infokrieg-Shop über kolloidales Silber, unser IKTV HD-Abo. Sie können jetzt bequem im Infokrieg-Shop Ihr Monatsticket kaufen, Ihr Jahresticket, 3-Monats-Ticket, 6-Monats-Ticket. Das Ganze geht dann los ab 4 Euro im Monat, im günstigsten Fall, also im Preis von knapp einer Schachtel Zigaretten. Damit unterstützen Sie unsere gesamte Medienarbeit. Sie können bequem zahlen per PayPal oder per Überweisung, was auch möglich ist, über PayPal, sogar ohne PayPal-Konto, ein Bankeinzug. Sie legen einfach den gewünschten Artikel und andere Artikel in Ihren digitalen Warenkorb, gehen zur Kasse, wählen PayPal als Zahlungsmethode. Und wenn Sie dann gefragt werden, ja, haben Sie ein PayPal-Konto, loggen Sie sich hier ein. Da gibt es dann auch eine Schaltfläche, wo es dann heißt, zahlen Sie einfach ohne PayPal-Konto über PayPal mit Bankeinzug. Also bequemer geht es nicht mehr. Sie kriegen dann, sobald wir die Zahlung haben, innerhalb von
sind es 24 Stunden, meistens viel, viel schneller, kriegen Sie dann Ihr Passwort zugeschickt und mit dem Passwort können Sie dann die Sendung gucken live und als Aufzeichnung in High Definition. Es sieht sowas von gut aus. Also ich war selbst unglaublich erfreut, dass wir auf einem gewissen Niveau senden können. Also dass wir auch eben die Präsentation haben. Recherche sind wir sehr, sehr gut. Präsentation sind wir jetzt auch sehr, sehr gut. Sie gehen also in die Mediathek unter mediathek.infokrieg.tv und wählen dann die passende Sendung aus oder Sie klicken hier oben auf IKTV HD den Link, finden dann das Archiv, die Archivlinks zu den vergangenen Sendungen und auch den Link zur IKTV HD Live-Übertragung. Also einfach scrollen. Wir fügen immer neue Beschreibungen hinzu. Ausführliche Beschreibungen auch, was in den letzten Sendungen alles passiert ist. Und dann klicken Sie jeweils auf den gewünschten Play Now-Button. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt, das Sie bekommen haben, was Sie gekauft haben, Sie geben das Passwort ein und dann sind Sie schon eingeloggt und können sich alles Mögliche angucken. Einfacher geht's nicht mehr. Also mit 4 Euro im Monat sind Sie dabei, unterstützen uns hier. Unterstützen uns und natürlich auch andere Artikel im Infokriegshop. Krisenvorsorge, die hochqualitativen Produkte von Katadyn, die Langzeitnahrung, auch über Innova dann. Es ist sehr, sehr hochqualitativ. Das 30-Tage-Paket vegetarische, absolute Dauerbrenner. Der Hersteller übernimmt die Garantie für eine Mindesthaltbarkeit von 15 Jahren. Okay, und da geht noch mehr eigentlich, das unter diversen Bedingungen. Das 90-Tage-Paket mit Fleischgerichten, Kombi-Wasserfilter von Katadyn. Also wir haben den niedrigsten Preis, für den wir es verkaufen dürfen vom Hersteller. Sie finden das vielleicht irgendwo günstiger, aber das geht dann nicht mit rechten Dingen zu. Die anderen Shops haben sich eigentlich verpflichtet, sich an die Vorgaben des Lieferanten zu halten. Das tun nicht alle. Also manche verschaffen sich hier da einen unfairen Vorteil. Dann Grundnahrungsmittel, Pakete, Ersatzfilter, Ersatzaktivkohle, Möglichkeiten, um Wasser langfristig haltbar zu machen. Also nicht nur können Sie mit einem Kompaktfilter, wir haben auch größere Haushaltsfilter, 50.000 Liter Wasser herstellen, Trinkwasser, Sie können das auch haltbar machen für 6 Monate oder länger. Getreidemühle Toskana, das Wassertechnikpaket, da können Sie sparen. Mikropur, also alles Mögliche, der Katadyn-Trip Gravidyn-Filter. Unglaublich reichhaltiges Angebot und ja, wir werden eine zweite Sendung starten, ein völlig unterschiedliches Format, da geht es nur um Krisenvorsorge, nur um Produkte, Reviews, Testberichte, wir demonstrieren Sachen, wir zeigen, wie was funktioniert. Ich bin selber ganz gespannt, hier haben wir eine neue Kategorie, neu im Programm. Wenn Sie also immer auf dem Laufenden bleiben wollen, was wir jetzt neu aufgenommen haben, hier finden Sie die Oberkategorie im Shop, neu im Programm, hier zum Beispiel das Buch Immun mit kolloidalem Silber für nur 7,90 Euro. Wir haben mehrere Bücher über kolloidales Silber gelesen und auch verglichen. Das ist eine Dauerbrennerbücher, 16. vollständig überarbeitete und um 40 Seiten erweiterte Neuauflage. Immun mit kolloidalem Silber haben wir jetzt im Infokrieg-Shop das Buch und kolloidales Silber, das große Gesundheitsbuch für Mensch, Tier und Pflanzen für 16,95. Das ist dann, das heißt hier, man stellt mehr als 100 Krankheitsbilder vor, sowie Angaben zur Dosierung des kolloidalen Silbers. Und Sie haben selbstverständlich bei uns den Eonic Pulsar Pro, damit können Sie selber das Ganze herstellen und zwar sehr, sehr günstig. Und wir haben die Smart Investor Sonderausgabe Gutes Geld. Also da sind die Top-Autoren drin. Also so kompakt in der Form habe ich noch nichts gesehen über das Geldsystem, was hier, wo das Problem liegt, was die Lösungsansätze sind, die vorgeschlagen werden, welche funktionieren, welche nicht. 10 Euro für die Sonderausgabe Smart Investor. Ich kenne auch inzwischen denjenigen, der verantwortlich ist für diese wundervolle Sonderausgabe. Und hier noch das Buch Computersüchtig, Wolfgang Bergmann. Dann hier noch Hans Herbert von Arnim, die Deutschlandakte, einer der besten Kenner des deutschen Parteiensystems. Carlos G. Bauer bald im Interview, wenn die Kanzlei endlich umgezogen ist. Unser Hobokocher aus Edelstahl, werden wir auch noch demonstrieren. Und Stefan Luft, Ausländerpolitik in Deutschland, Mechanismen, Manipulation und Missbrauch. Okay. Und dann schützen Sie also uns, wenn Sie unsere Sendung mögen, wenn Sie wollen, dass Sie auch weiterhin aktiv sind. Kommen wir zum Thema Scientology und diesem wundervollen Buch hier, das Sie für 1 Cent irgendwie auf Amazon kriegen, gebraucht. Scientology, ich klage an, die Autorin hat
war eine der erfolgreichsten Kämpferinnen gegen den Sci-Fi-Kult in Deutschland, und das quasi vor dem Internet. Also sie hatte nicht mal das Internet als Hilfe, sondern sie gründete eine Organisation, arbeitete mit allen möglichen Mitteln. Und hier ist es zum Beispiel, hier geht es unter anderem um eine Scientology-Veranstaltung. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Gesamtzahl der Unternehmen, die allein 1989 Management-Training aufgrund der Hubbard-Technologie, sogenannte Technologie, erhielten, die Anzahl von 75.000 überstieg. Dazu gehörten unter anderem die 3M Corporation, American Express, Avis Rent-A-Car, Chrysler, Elf Oil Company, Bosch Electrical Equipment, General Motors, Ford, Renault, Rothschild Bank, Toyota, Volvo, Volkswagen, Saab, Shell Oil Company, Hertz, Rent-A-Car, Visa. Jetzt heißt es nicht, dass automatisch Scientology all diese Firmen steuert. Viele Firmen haben einfach keine Übersicht mehr, weil sie so groß geworden sind. Welches Management-Mitarbeitertraining sie eigentlich da jetzt sich in die Firma geholt haben, das war sehr, sehr clever von Scientology, auf die Art und Weise zu rekrutieren. Man bietet Management-Kurse an. Und irgendwelche großen Firmen denken sich, okay, der Name hört sich toll an, ich hole mir diese Dienste und schule meine Mitarbeiter in, wie bin ich erfolgreich, was auch immer. Und man weiß gar nicht, wen man sich da eigentlich ins Boot holt. Und dann geht es hier weiter mit einem Geschäftsmann namens Gerhard Haag, Baden-Württemberg, Mitglied bei Scientology, zahlte $250.000 in die Kriegskasse ein von Scientology und gilt als Patron Meritorious. Das ist sein Rang. Und man scheint hier eigentlich, das wird aus dem Buch zumindest ersichtlich, natürlich einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne zu machen, wenn man von vornherein so viel Geld einzahlt. Will natürlich, heißt es hier, will die Ziele von Hubbard verbreiten. Spürten die Mitarbeiter seiner ehemaligen Firma, etwa 150 Mitarbeiter aus der Stahlbranche. Im April 1991 wurde die Firma von der Kriminalpolizei durchsucht. Es ging um die Suche nach illegal beschäftigten Ausländern, die man auch antraf und anschließend abschob. Aufgrund der Ermittlungen wegen illegaler Beschäftigung von Mitarbeitern bekam Haag im September 91 Rechtsbeistand. Nein, diesmal nicht von einem Anwalt, der im Buch auch behandelt wird, sondern von Herrn Rechtsanwalt Dr. Schäuble aus Stuttgart. Richtig, die Schäuble-Brüder. Die illegal Beschäftigten sollten unter Ausnutzung des EG-Rechts legalisiert werden. Schäuble beriet Haag insbesondere dort, wo es um das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ging. Haag prahlte bei Mitarbeitern und bei Scientology ja unablässig über seine guten Kontakte. Und so eine Aktion wie der illegalen Mitarbeiter brauchte er wirklich gute Anwälte. Denn immerhin musste man den hiesigen Behörden klar machen, dass es rechtens sei, Mitarbeiter bei einer deutschen Firma zu beschäftigen, die in Luxemburg gemeldet seien, was im Fall Haag zutraf. Und Dr. Schäuble, rein zufällig der Bruder vom jetzigen Justizminister in Baden-Württemberg, sowie der Bruder des CDU-Fraktionschefs, damaliger Fraktionschefs, Dr. Wolfgang Schäuble, das spielt im Krimi Haag sicherlich nur eine nebensächliche Rolle, wird hier sarkastisch angemerkt. Noch heute läuft gegen Gerhard Haag ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedenster Delikte, die er in dieser Firma begangen haben soll. Also mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln gegen ihn wegen Verdachts auf Betrug, Erpressung, Nötigung und Bilanzbetrug. Okay, das war 1994. Und die Autorin hat sich die Hacken wund geredet. Oh, und die Sektenbeauftragten hier kontaktiert. Und hier die Behörde angeschrieben. Und hier die Staatsanwaltschaft. Und sie hatte dann als ganz normale Bürgerin, die eigentlich nichts über Scientology wusste, hatte sie eigentlich so wie alles Wichtige zusammengetragen. Ja? Sie hatte alles zusammengetragen, genug Material für die Ermittlungen, hat dann schöne Pakete geschnürt, alles kopiert und dann alles weggeschickt und dann fast nichts mehr gehört. Und dann haben wir Folgendes. Hier ist ein kurzes Zitat. Das war dann Jahre später, das ist nicht so lange her. Auf einmal hat die Politik das Thema Scientology entdeckt und warnt. Und wen haben wir hier? Der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble von der CDU äußerte sich gegenüber der BZ
Trotz seiner Warnung vor der Sekte könne er sich vorstellen, den Film Valkyrie anzusehen mit Scientology operierender Tetan Nummer so und so, Tom Cruise. Also sehe ich dann, wenn der Film gut ist, gucke ich mir den schon an, so Wolfgang Schäuble. Da ist mir wurscht, was Tom Cruise hier so treibt. Schäuble bekräftigt ja aber, dass Scientology vom Bundesverfassungsschutz beobachtet werde, weil diese Organisation verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Das muss auch sein, sein Zitat, denn diese Sekte hat das Ziel, Grund- und Menschenrechte außer Kraft zu setzen und damit die freiheitliche Verfassung abzuschaffen. So wird der CDU-Politiker hier zitiert von Welt.de. Also erst heißt es von den Behörden, das ist das Thema Jugendsekten, das interessiert uns nicht die Bohne. Und dann auf einmal kommt hier der Bruder von einem Anwalt, der hier diesen Herrn Hagen beraten hat, diesen Scientologen beraten hat. Und der Bruder von diesem Anwalt Schäuble, Wolfgang Schäuble, sagt jetzt hier, oh, ich bin der große Warner und die machen Sie sich keine Sorgen, liebe Bundesbürger. Die Behörden schließlich kümmern sich um diese Gefahr. Ach wirklich? Hier haben wir noch irgendwo einen Link gehabt. War es das hier? Richtig, das ist hier aus einem Fokusbericht. Angriff auf die Wirtschaft. Der Stuttgarter Innenminister Schäuble, das ist einer der drei Schäuble-Brüder. Das ist jetzt weder der Wolfgang Schäuble noch der Anwalt, der hier erwähnt wurde in dem Buch. Das ist der dritte Bruder hier im Bunde. Es heißt hier, der Stuttgarter Innenminister Schäuble über die Bedrohung durch die Scientology-Sekte, heißt es hier. Nein, Fokus. Die Frage lautet zum Beispiel, hat der Verfassungsschutz jetzt konkrete Hinweise auf eine drohende Unterwanderung von Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik gesammelt? Und einer der Schäubles meinte hier, in der Tat haben die erste Hinweise und Indizien, dass Scientology interessante Wirtschaftsunternehmen unterwandern will. Namen kann ich da natürlich nicht nennen. Aha, also die Schäubles, okay, sind jetzt diejenigen, die uns vor Scientology schützen sollen, trotz dieser interessanten Verstrickungen. Und jetzt hätte man von Behördenseiten, jetzt hätte man erste Hinweise entdeckt, dass Scientology sich interessiere für Unternehmen. Die Dame hier hatte alles. Also sie ist keine Behörde, sie hatte keine behördliche Hilfe oder keine ernstzunehmende behördliche Hilfe. Sie hat das alles selber aufgedrechselt. Und dann haben wir noch eine interessante Person. Er hat ja angekündigt, der Entertainer, also ich sage nicht, er ist Mitglied, sondern Verwicklungen, familiäre Verbindungen. Das heißt, in der Zeitschrift Bunte vom 22.07.1993 wurde Thomas Gottschalk von seinen Interviewpartnern angesprochen. Zitat, bei Millionen Deutschen, die Sat.1 akut gesehen und am nächsten Tag die Bild-Zeitung gelesen haben, ist der Eindruck entstanden, sie könnten zur Scientology-Sekte gehören. Gottschalk sagte dann darauf, Blödsinn, man hat mich immer verschiedenste Dinge beschuldigt, aber nie war ich so unschuldig wie dieses Mal. Also, Thomas Gottschalk sagte klipp und klar, nö, ich nicht. Um dieses Thema fortzusetzen, um dieses Thema nochmal anzusprechen, heißt es hier von der Autorin, von dieser Anti-Scientology-Aktivistin, das heißt, jetzt setze ich hier öffentlich ein Gespräch fort, das Thomas Gottschalk am 22.03.1993 mit mir telefonisch begonnen hat. Wir kannten uns vorher nicht. Ja, die Autorin war mit ihm im Gespräch. Es heißt hier, lieber Thomas, in diesem offenen Brief an Thomas Gottschalk, du hast mich am 22. März 1993 angerufen. Wir unterhielten uns mehr als eine halbe Stunde über Scientology. Wir sprachen intensiv über Thomas Gottschalks menschliches, berufliches Umfeld. Ich legte dir ganz offen dar, heißt es, welche Unterlagen wir vorlegen über Leute, die sich in deiner Einflusssphäre bewegen und teilweise damit hausieren gehen. Wir sprachen über deine Freundin Isabel und Jürgen Prochnow. All diese lupenreinen Hubbardisten, zu denen du Kontakt hast oder die du zu dir ins Studio geholt hast oder denen du in, guck mal, wer da spricht, deine Stimme geliehen hast. Das seien hier, heißt es hier, nicht die netten Hollywood-Kumpels zum Bussi-Bussi machen, das ist die mobile Propagandatruppe von Scientology. Und diese Leute haben einen klaren operativen Auftrag. Am Telefon, sagte ich dir, heißt es in dem Buch, merkst du dir nicht, dass sie dich einkreisen und versuchen, dich als Multiplikator und Sympathieträger von den Karren zu spannen. Ich weiß, es ist ein delikates Thema für dich. Dein Bruder Christoph betrieb mit Scheele die Gottschalk und Scheele Public Relations und Management GmbH. Natürlich kanntest du auch Scheele. Du erzähltest mir, dass er sogar einmal dir und deiner Frau eine Reisegelegenheit vermittelte,
über die du dich wahnsinnig ärgertest, weil du Ruhe wolltest. Du wurdest vom Blitzlichtgewitter der Journalisten erwartet. Du äußertest dich mir gegenüber, äußertest die Vermutung, Scheele habe dein Urlaubsziel an die Presse weitergegeben. Also es gibt eben diesen Rechtsanwalt Scheele und ja, es ist noch weiter. Scheele hat noch ganz andere Sachen drauf, als den honorig engagierten Geschäftsführer von Fair Press zu markieren. Und um diesen Herrn Scheele gibt es, glaube ich, noch einiges in diesem Buch hier. Also die deutsche Presse hat hier Vorwürfe gestartet und Gottschalk hat keine Abmahnungen rausschicken lassen, hat keine Unterlassungserklärungen gefordert. Das heißt, stattdessen hast du, Thomas Gottschalk, es sehenden Auges zugelassen, dass sich jeder bessere Journalist auf die von Pepi Wagner und täglich alles gelegte Fährte setzen konnte. Dass die Sendung Akut dann am 12. Juli 1993, also über 3 Monate, nachdem in Wien die Nachrichtenbombe hochgegangen war, ein paar naheliegende Fragen stellte, hätte ich eigentlich nicht umhauen dürfen. Hatten die Akut-Redakteure etwa keinen Grund nachzufragen? Oder haben sie, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, etwa nicht sauber recherchiert, als sie die Öffentlichkeit erfahren ließen, dass du Miteigner des Hauses Frankfurter Ring 105 bist? Kassierst du eigentlich Miete von der OSA? Und es heißt hier noch von der Autorin, gerade habe ich vor Gericht, das war in den 90ern, 2 Beschlüsse gegen einen Herrn Walter Scheele erwirkt, der in einem 23-Seiten-Pamphlet die Verleumdungen über mich an die Presse weitergab. Sein Auftraggeber ermittelt der Staatsanwalt. Okay, soviel dazu, meine Damen und Herren, zu unserer wundervollen Republik. Und wie gesagt, also besorgen Sie sich dieses Buch. Wir haben es nicht bei uns im Infokriegshop, weil es nicht mehr neu gibt. Ich kann es Ihnen empfehlen, holen Sie es sich gebraucht, antiquarisch, Amazon.de, Marketplace oder sonst irgendwo ab 1 Cent plus Versandkosten. Sie ist eine richtige Scientology-Kennerin, eine richtige Expertin. Wir suchen immer, wir wissen auch nicht alles, aber wir suchen uns die Experten raus. Und es scheinen ja ein paar Scientology-Experten jetzt aus dem Boden geschossen zu sein, wie Pilze, irgendwelche Internet-Fuzzis, die meinen, sich auszukennen. Es aber nicht tun. Hier schreibt uns jemand per E-Mail von Vollbremsung, schreibt uns hier, Himal Boulevard-Style, König Juan Carlos von Spanien, ein Tierschützer erschießt auf einer Wildsafari einen Elefanten, leider kam es heraus, ein Link auf Yahoo. Ja, und die europäischen Monarchen finanzieren dann auch die Organisation WWF, den Tierschutzorganisation, wir schützen die Wildtiere, die wir so gerne abballern. Das ist auch sehr, sehr interessant. Hier fragt uns jemand, in welchem Zeitrahmen werden wir aus der Schweiz endlich bei euch bestellen können? Die Bücher von Wolfgang Eggert würden mich interessieren. Noch haben wir ein paar. Ja, wir müssen hier wieder die richtigen Leute finden, die unseren Infokriegshop überarbeiten. Wir können nicht, klar kriegen wir ab und zu noch Hilfsangebote von Leuten, die wir überhaupt nicht kennen und die dann das Ganze als Freundschaftsdienst machen wollen, aber wie gesagt, wir geben nicht einfach so Daten raus oder Zugänge raus, das wäre völlig unverantwortlich. Also müssen wir die passende Agentur finden, die wir dann zahlen, und damit das alles seine Ordentlichkeit hat. Hier fragt jemand, kann ich in Österreich kompakt abonnieren? Das kann ich jetzt nicht sagen. Gehe mal davon aus, einfach mal nachschauen auf der Seite. Schreibt uns hier jemand noch. Und was habe ich noch vorbereitet? Richtig, ich hatte noch etwas vorbereitet. Wir sind bei 1 Stunde 28. Das werde ich vielleicht morgen abhaken. Es geht hier um Anders Behring Breivik in Norwegen und seine loserhafte Persönlichkeit. Das habe ich noch vorbereitet. Dann ging es um die Partei der Vernunft. Darf nun antreten in Nordrhein-Westfalen. Die Kommission hat es bestätigt, die PDV darf antreten in Nordrhein-Westfalen. Wir sind sehr glücklich. Finden einen Banner bei uns auf infokrieg.tv. Unser Nachrichtenportal, dann haben wir noch einen Hinweis oder einen kurzen Beitrag über Julian Assange. Werden wir vielleicht morgen kurz anreißen. Vielleicht machen wir auch was ganz was anderes morgen. Er spricht hier über die Möglichkeiten seiner Auslieferung an die USA. Vielleicht holen sie ihn ganz einfach
direkt aus Großbritannien. Also seine Analyse überdeckt sich eigentlich mit unserer. Er weiß ganz genau, was ihm blüht. Auch die Australier haben Gesetze geändert. Es ist für einen australischen Nationalbürger mit Pass jetzt viel, viel leichter geworden, ausgewiesen werden zu können, beispielsweise in den USA. Also der Schutz ist nicht mehr wirklich vorhanden. Und was haben wir jetzt gelesen? Wir haben den Prozessauftakt gegen Anders Behring Breivik in Norwegen verfolgt. Und es handelt sich, und das haben auch jetzt mehr und mehr Zeitungen geschrieben, Experten, die ihn untersucht haben, sagen, er ist nicht nur schuldfähig, er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, genau das, was wir ihm attestiert hatten vor Monaten. Also unsere Analyse, unsere Fernanalyse, und das war nicht sonderlich schwer, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Unsere Fernanalyse deckt sich also mit Experten, wir beziehen uns eben auf Experten, die ihn persönlich gesprochen untersucht haben. Also das war in der Presse Narcissistic Personality Disorder. Er war also ein solcher Loser in seinem Leben. Es gibt Hinweise, dass er als kleines Kind missbraucht worden ist und dass der Vater lief davon und dann irgendwelche Gangs haben ihn ständig verprügelt. Und dann lebte er, und das haben wir jetzt irgendwie heute noch rausgefunden, er lebte dann ewig bei seiner Mami, hatte dann irgendwie kleine Firmen, hat dann irgendwie rumgewurschtelt, gejobbt als... also halt in einem ganz normalen Job halt, aber das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er sah sich ja zu höheren Berufen, startete dann irgendwelche komischen Unternehmen, die nichts abgeworfen hatten. Dann startete er ein Unternehmen, in dem er Fake-Diplome verkauft hat. Also diese Internet-Diplom-Mühlen, wo man dann irgendwie ein paar Dollar hinüberweist und man bekommt dann irgendein Fake-Diplom von einer Fake-Uni, die gar nicht existiert. Die dann irgendwie nur einen Fake-Namen hat, der sich so anhören soll wie eine akkreditierte, große, bekannte Uni. Dass jemand halt so einen Fake-Titel führen kann im Namen. Also damit machte er dann ein bisschen Geld und konnte dann endlich von seiner Mami, von Mama wegziehen. Und er hat sich dann irgendwie Zeit genommen mit dem Geld, das er dann irgendwie aufgehäuft hat. Mit zwielichtigen Methoden hat er sich dann nicht nur dann die Bomben gebaut und alles, sondern er hat sich ein Jahr irgendwie freigenommen. Ich habe das hier in meinen Notizen. Ein Jahr freigenommen, um World of Warcraft zu spielen. Ich meine, come on! Der Retter des Abendlandes, der, was bezeichnet er sich noch, der Ritter, der Tempelritter und der moderne Held und der jetzt die Zukunft beeinflusst, hockt ein Jahr auf seinem Arsch und klickt irgendwelche Schatztruhen. Mit seinen Gilden. Ich meine, ich will jetzt nicht lästern gegen Gamer. Ich habe selber Sachen gespielt als Kind oder als Jugendlicher, hätte ich mich auch, weil die Zeit noch da war, vielleicht in World of Warcraft eingearbeitet. Aber come on! Der Typ verbringt ein Jahr klickend vor seinem Computer auf seine Kosten, um dann diese Aktion zu starten. Und viele Hinterbliebene sagen, die Medien sollen berichten. Sie sollen nicht sagen, oh, wir wollen ihm keine Bühne bieten und so. Nein, die sollen berichten, weil er ist nämlich so klein mit Hut vor den Kameras. Seine schwache Stimme, seine schwache Statur, dieses Gepose wirkt ja sehr, sehr armselig, was er da gemacht hat. Und völlig wirre Persönlichkeit. Also er ist das absolut armselige Würstchen und von seinem Typus gibt es Hunderttausende. Ja, überall gibt es solche Leute. Leute wurden befragt auf Russia Today, die haben gesagt, ja, in Central Oslo laufen noch krankere Typen rum oder solche wie er gibt es da wie Sand am Meer. Die muss bloß jemand rekrutieren und in die richtige Richtung stupsen. Es gibt ja einige seltsame Dinge über die Anschläge, haben sie auch angesprochen. In meinem Vortrag bei der Inside 9/11 Konferenz, DVD gibt es inzwischen, glaube ich, sogar im Schild Verlag, ist an mir vorbeigegangen. Ja, also im Schildverlag findet man dann die DVD mit unter anderem meinem Vortrag und dann geht es halt bei den restlichen Vorträgen um 9/11. Unglaublich krass. Also er dichtet sich also in seinem Kopf das Ganze zurecht. Er ist jetzt, also der Loser Behring Breivik, der echte Behring Breivik ist tot. Der wird begraben in seinem eigenen Kopf und der Fantasie an das Behring Breivik, der ist jetzt der große Mann und die geschichtsträchtige Person, der dann loszieht und Taten vollbringt. Und wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt, er schoss auf unbewaffnete Teenager. Nicht mal Moslems. Er schoss auf Norwegens Jugend. Ich meine, was machen Leute in ihrer Jugend alles für Blödsinn? Also man ist vielleicht als Jugendlicher ein Sozialist, aber kann sich zu weiß Gott was entwickeln. Später, wenn man dazulernt.
Aber Breivik suchte sich die einfachsten Ziele heraus, um ein Massaker zu veranstalten. Schießt auf Kinder und wähnt sich in seinem Kopf als absoluter Held. Und das, meine Damen und Herren, ist die Essenz des Narzissten. Und es laufen einige rum, man findet auch einige im Internet. Sind nicht sehr, sehr leicht zu erkennen. Die meisten zumindest. Und ja, es ist unglaublich, was sich hier für Details ergeben, wenn sich das Bild dann hier zeichnet. Also wir lagen mal wieder goldrichtig mit unserer Analyse. Verabschieden uns auch für heute im Rahmen dieser Sendung. Wir haben das überzogen. Wir sind morgen zurück zur regulären Sendezeit ab 7. Sie finden uns auf infokrieg.tv, unter mediathek.infokrieg.tv und unter shop.infokrieg.tv. Vielen Dank auch für die Zuschriften, für Ihren Support. Ohne Ihren Support könnten wir nicht arbeiten, gäbe es Infokrieg nicht. Und ich denke, einige Leute würden definitiv etwas vermissen. Die Leute merken langsam, okay, wir können was, wir können tatsächlich, wir haben Stärke, wir können was erreichen alle zusammen. Und dazu sind Medien eben, spielen Medien eben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also das war's von mir für heute. Bleiben Sie frei, machen Sie sich nützlich und noch einen angenehmen Abend.